Rüsche! Rüsche, grüsche! Jetzt ist ein schon wieder da. Sechs schon, nicht? Na, was ist? Haben Sie einen Mördezettel da beim Arzt? Ich möchte sehr viel Ruhestand noch sehr gesund erleben. Wir lassen uns pflegen bis zur Unsterblichkeit. Wir sind nicht alt, wir sind zeitlos. Es lebe die Gerontokratie! Ja. Aber wenn die Enkelgeneration draufkommt, dass bis 70 arbeiten muss und dann keine Renten mehr kriegt, dann wird sie ungehalten. Stellt sich nur vor, mein Enkel hat mir einen Katheter geschenkt. Trag dies nicht auf. Im modischen Rucksack sein. Das ist der Dank dafür, dass man ihnen jahrelang die Nutella-Brote aufgestrichen hat. Bis zum Kariesausbruch. Oder die Zahnspangen bis zum Gamensäge reingedrückt hat. Mein Spätzl! Was? Na, den werden Sie kennen. Mein Spätzl sagt immer, Schüler sind lieblos zusammengeschnackseltes Fleisch. Bitte hören Sie mal auf mit den Kids, hören Sie mal auf. Die meisten von denen halten ja Syphilis für eine griechische Insel. Am liebsten würden sie uns an der Seniorenklappe abgeben. Ja. Aber immer noch besser, als wenn sie uns über die Leitplanken schmeißen. Und sowas soll uns ernähren und pflegen? Naja. Andererseits, wie sollen sie sich dagegen wehren? Sie werden uns schamlos beattentaten. Gottes Willen, der 11. September darf sich nicht wiederholen. Er kommt jetzt nach dem 10., dann gleich der 12. Ich meine attentatsmäßig. Ja. Unsere Schnabelhäferl werden zu Schierlingsbechern mutieren. Wäre möglich, ja. Darum sage ich immer, traue keinem unter 60. Wie soll diese Attentate vor sich gehen? Na, passen Sie auf. Nachwuchs-Talibans werden mit lanzenartig zugespitzten Skateboards in rot kariert hemdige Gerontengruppen krachen, dass die künstlichen Hüftgelenke bersten. Jetzt ist so gemein, kann man doch nicht sein. Es wäre schon gelebter Psychoterror, wenn sie uns nur die Beipackzetteln vorlesen würden. Die wenigsten von denen können noch lesen. Oder sie bauen uns die Bremsen aus den Rollatoren aus. Also sie haben eine kranke Fantasie. Und dann werden sie Widerstandszellen gründen. Welche? Die ETA. Da gibt's doch schon. Was, die enkelige Terrorallianz? Klingt wenig aufmuntert. Oder die RAF. Was? Die rigorosen Alpenfusiliere. Gottes Willen. Ja, die kommen dann als Zivis verkleidet und binden uns am Rollstuhl fest. Wieso das? Da kriegt der Begriff an den Rollstuhl gefesselt eine gänzlich neue Bedeutung. Und dann setzen sie uns aus. Setzen uns aus, irgendwo, in der Botanik. Und dort verhungern wir am Ende noch. Na, dazu darf schon reichen, wenn sie uns nur die Dritten verstecken. Nicht so laut. Na, Entschuldigung. Wenn ich mir vorstelle, die könnten uns kidnappen. Na, lieber nicht. Ja, dann pressen sie von den Verwandten das Lösegeld ab. Ja, die werden aber nichts zahlen. Die sind höchstens froh, wenn sie uns nimmer mehr pflegen müssen, die Verwandten. Ja, das ist zu befürchten, ja. Na, zu befürchten ist, dass sie unsere Werbefalken boykottieren. Unsere Heizdecken-Events? Ja. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Ja, dann soll sie was tun. Ja, die tun eh was. Die schauen die Zeit. Hoffentlich nur die. Wenn sie noch nichts sagen, von unserer Zimmerwarte aus ist das Wartezimmer relativ sicher.
Trotzdem sind wir eine gefährdete Spezies, wir die Cookie-Dent-Fraktion. So weit ist es noch nicht. Dabei habe ich immer geglaubt, Rente gut, alles gut. Na und jetzt? Na jetzt zuck ich am Geschäft schon zusammen, wenn nur irgendwer ein bisschen lauter zu mir sagt, Sie sind dran. Jetzt ich sag Ihnen was. Ja. Sie denken mir ein bisschen zu viel. Ja, und Sie mir zu wenig. Eine Frage hätte ich da schon noch. Bitte. Kann Baumwolle rosten?